damit herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt gleich mal in das Kuhn-Hauptversteck. Was natürlich ein neues Passwort hat. Und ich habe ganz vergessen, wo wir dieses Passwort auf einmal her haben. Aber gut. Machen wir es einfach. Ist ja auch egal. Wo ist es? So. Mal gucken. You know, Butthole, you kind of look like a boy and a girl. There you are. Jesus, took you long enough. Have a seat, Buttlord. Haben die sich etwa über uns unterhalten? Haben die etwa gelästert, unsere angeblichen Freunde? Wehe. Ansonsten werde ich auch noch zum Verräter. All right, everyone. Buttlord interrogated Classy and found out our next lead is at the used store here in town. We need to infiltrate it tonight. It can't be done. Why not, Mosquito? Because the used store entrance is all lava. The whole thing is fucking lava? Shit! There has to be a way to get past it. There is. Tool shed. Tool shed? What's that donkey fucker have to do with anything? Tool shed has a device that clears lava, remember? It's one of his superpowers. Hey, and Tool shed said that he owes the new kid a favor. Well, yeah. Looks like you're gonna come in handy again, Buttlord. Super Craig, write an anonymous email to Tool shed. Tell him the new kid is ready to have his favor returned. Everyone else, go home and get in bed. We meet at the U store tonight. Too bad, everybody. Coon friends are on the case. Go on home, Buttlord. If all goes according to plan, Toolshed will meet up with you later. Just be careful. Toolshed is a two-faced, backstabbing butt-sniffer. Dann werden wir mal unser Kostüm ablegen und nach Hause gehen. So, Und jetzt sind wir wieder ein ganz normales Kind mit einem pinken Eierkinn. Und es wird wieder eine Nachtmission. Die finde ich ja mit am besten. Die finde ich richtig gut, die Mission. Oh, wir haben jetzt so eine schöne karamellfarbene Haut. Das ist doch toll. Richtig stylisch sehen wir doch jetzt aus. Wir stürmen heute Nacht das Versteck von Professor Chaos Wunderarsch. Geh heim und schleich dich raus, wenn es dunkel ist. Habe ich vor, habe ich vor. Ich will ja sowieso noch meine Belohnung abholen. Ich hoffe, wir laufen jetzt auch richtig. Yep. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt zu Hause erwarten wird. Wahrscheinlich wird auch die Tür wieder verriegelt. Ich bin gespannt. Ach ja, ich muss mal wieder Abend essen. Oh. Unsere Eltern streiten sich anscheinend schon wieder. Und wir müssen uns das jeden Abend angucken, anhören und können nicht helfen. Es ist eine Qual. Es ist alles so traurig. Wir werden uns jetzt mal in die Nähe unserer Eltern wagen und hoffen, dass es nicht allzu dramatisch ist. Why would you tell the school principal what race we are? I didn't tell him, our child did! But you confirmed it when the principal called you! How long before they find out everything? Our child is confused, don't you get it? First asking the counselor about sexual orientation, then talking to the principal about race? Confusion was the point! The more our child learns about the truth, the more dangerous it becomes, you stupid whore! Hey, look who's here! Been out playing, little squirt? Your dinner is on the table, Pumpkin, then straight to bed. You have school tomorrow! School tomorrow! Whatever's in these things are making you crazy! Crazy? Like telling the world who our child is that we took so long to hide? Oh, are you not gonna drink? God, what is wrong? Okay, das wird hier halt nicht besser. Wir werden zu Bett gehen. Aber vorher werden wir noch mal gucken, was wir jetzt an Belohnungen haben. Emo-Ponys, okay. Da haben wir auch noch eine Mission, fällt mir gerade auf. Das Update dauert ganz schön lange, muss ich mal so sagen. Ist ja fast wie bei der PlayStation. Na gut, wollen wir mal schlafen gehen und dann mal schauen, was uns in der Nacht erwarten wird. Hey kiddo, listen, I know we never talked about it, but your mother and I are very proud Punjabis. Night night, Punk. Ja, gute Nacht. Night falls upon the town like a fat, slimy turd.
The stink of greed, corruption, and crime rises from the gutters and fills the streets. Only one thing can deal with fat turds. Cooning friends. Hashtag fuck freedom pass. Okay, wir müssen jetzt drei Schlüssel finden. Und wir sind mal wieder als der Coole unterwegs. Ich frag mich immer noch, was das hier ist. Sind wir doch mal ehrlich, das sieht seltsam aus. Wir müssen jetzt drei Schlüssel finden, um rauszukommen. Die werden also wieder ordentlich, die Türen versperrt haben, gehe ich mal von aus. Wir waren auch schon lange nicht mehr scheißen. Wir müssen unbedingt mal wieder ein Klo finden, was wir noch nicht benutzt haben. Ach du, was ist denn hier passiert? Da liegt auf jeden Fall ein Schlüssel. Den wir uns ganz schnell kaschen werden. Hallo? Ich habe nicht so viel Zeit. So, den hätten wir. Aber was ist denn hier bitte schon passiert? Da ist der Goldene. Und in den Keller kommen wir nicht. Ich vermute mal, der nächste wird in... Genau. It's not safe. They're out there. Not on my watch, damn it. Ach, Fallan, was hast denn du schon wieder angestellt hier? Auf jeden Fall können wir jetzt endlich raus, hoffe ich. Das war ja total easy. Aber noch, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Können wir jetzt raus? Oh. Das Brett war ja sehr klug. So, we meet again, new kid. I have to put our petty differences aside. There's something happening to this city, and it needs toolshed. Well, follow me to Professor Chaos's lair. You'll probably want to know about my superhero backstory. You see, when I was just a child, my father was in the garage working on a project. There was a huge storm, and lightning blew my father off his workbench. I ran to help him, but at that moment, another blast somehow fused his power tools onto my body. I became a superhero, while my father was left mentally impaired. Dein Vater ist auch so nicht ganz, bei der Sache, würde ich jetzt mal sagen. Na gut. Aber wollen wir das Thema mal nicht vertiefen? Tja. Und so wandern sie, und so gehen sie dafür. Oh, na, 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 na. Shit in your face! Take this, you dumb whore! Randy, get in here right now and stop keying my car! Okay. Okay. But this is different. My father's acting even stupider than ever before. Perhaps Toolshed wants to help his father because he feels he could have saved him all those years ago. Sollten wir das tun? Sollen wir denn bei dir rein? Geht das? Nein, wir gehen einfach mit dir mit. Du wirst schon wissen, was zu tun ist. Was ist denn hier schon wieder los? What is your backstory? Did something happen with your parents too? Ja, aber darüber möchte ich nicht reden. That's okay if you don't want to talk about it. It must be very painful. Ah, hier ist... Hier waren wir noch gar nicht großartig, aber hier ist auf jeden Fall irgendwas. Das muss ich jetzt mal testen. Ach so, da ist die Übereinstimmung. Alles klar. Da muss ich jetzt erstmal hoch. Tut mir leid. Clear for takeoff. Sehr, sehr gut. Eine neue Truhe. Mal gucken, was drin ist. Ein Trinkgefäß des Hipstertums und eine Hipsterbrille. Alles klar. So, weiter geht's. Gucken, wo es uns jetzt hinführt. Let's do this! You're really good at that. Ja, ich weiß. Kinda chilly up here. I wish my costume had sleeves. Oh, sorry.
Das wollte ich nicht. Ready? Das kam einfach so raus. Whoa, we get it, new kid. See you later, man. Oh, yeah, kid. Don't talk. Hey, new kid, there's a shortcut this way. That's not too abrasive, right? Ah! Damn, give me a little warning before you blow. Didn't. You're still on the clock. Okay, wir lassen die beiden mal in Ruhe. Gönnen wir ihnen mal den kleinen Spaß hier. Kann ich hier rein? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich sonst noch irgendwo hin? Ich hätte auch hier hochgekonnt. Man muss sich ja auch erstmal alles anschauen. Das sieht seltsam aus. Das ist auch seltsam. Ich denke mal, wir werden hier nicht zum letzten Mal gewesen sein. Ich kann jetzt nur auf Anhieb hier nichts entdecken. Ah, gut. Ist hier sonst noch irgendetwas? An das Auto kommen wir auch nicht ran, ne? Man kann es auf jeden Fall öffnen, aber ich komme leider nicht ran. Na gut. This is the home of Mysterion. He has a shortcut to the north of town. Sei vorsichtig, Wunderarsch. Du hast es mit einem arschfickenden Verräter zu tun, der dich jeden Moment in den Arsch ficken kann. Ja. Ich rede von Toolsheet. Toolsheet ist ein verschissener Verräterarsch. Lass dich von ihm nicht von ihm reinlegen. Oh Gott. So, können wir hier irgendetwas mitnehmen? Ich muss mich erstmal umschauen. Ach so, das kann ich von hier oben aus nicht machen. Okay. Was haben wir denn da? Macaroni. 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 Komm ich... Ach so. No, not through here. Follow me. Moment. Ach, das kann ich noch gar nicht machen. Alles klar. Ich denke nämlich mal, dass hier noch irgendwas versteckt sein wird, was wir uns dann später erst holen können. Aber gut. Dann schauen wir mal. Die haben sich sehr gern, die Eltern. Sternkindanzug. Okay. Dachte, das hätten wir schon. Ach, so ein teures Bild hängt hier. Na, ich weiß ja nicht. Oh Gott. Und die haben sich sogar ein Fenster gemalt. Fröhliche Rückkehr. Ach, ist das schön. Die beiden finden noch wieder zusammen. Glaub es mir. Kann ich hier rein? Nein. Na gut. Ach so, das ist das Geheimversteck. Ich will mich erstmal noch ein bisschen umschauen. Charakterbogen von Mysterion. There's a shortcut through the closet. Ach, das war damals auch eine tolle Folge mit Mysterion, wo man noch nicht wirklich gewusst hat, wer es ist. Und als er sich dann zu erkennen gegeben hat. Das war richtig gut, der liebe Kenny. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, genau, da oben ist noch was. Was ist denn das? Das sieht aus, einfach nur, als ob da Pisse drin wäre. If you want to get to Professor Cass's lair, you're gonna have to hit that button. Kenny ist ja gar nicht mal so doof, ne? Now I can show you Toolshed's most mighty tool, the sandblaster. Halt, stopp. Das konnte ich doch auch mal irgendwie öffnen, aber ich habe vergessen, wie. Das kann ich halten. Ach so, genau. Dann würden wir nämlich auch hier hinten rankommen, aber ich habe es leider auch wieder vergessen. With the force it generates, it can clear nearly any obstacle. Turn it on and I'll show you my power. Okay.
Was soll ich? Ach so. This is Mysterion's secret tunnel. Eieieiei, wo befinden wir uns hier nur? Moment mal, war ich vorhin nicht da oben? Das sieht fast so aus. Aber wir kommen da gar nicht hin, oder? Oh. Ein klebriges Taschentuch. Wunderbar, wunderbar. Genau das hat mir noch gefehlt. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich komme da leider jetzt auch nicht ran. Schade. Oh, 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 oh. Müssen wir gegen die kämpfen? Kann ich hier rein? Hier war doch gerade irgendwas. Oh. Wir haben wieder etwas gegelt. There's gotta be a way to get through them. What are you kids doing? Soda Sopa is ours now. That cardboard box is our secret tunnel and you're not gonna stop us from going through it. Your secret tunnel is our back patio. All right. So, die sind hinüber. Und dann wollen wir mal. It was supposed to be like a tool thing. I guess it was kind of a stretch. There's just only so many tool-based one-liners in the world, you know? Ich garantiere für nichts. We're gonna turn the screws on these guys. How's that? I'll workshop it later. So, der brennt. Was tun wir denn? Was tun wir denn? Was tun wir denn am besten? Halt, halt, halt. Yeah, let's fuck these guys up. Aber die sind gar nicht so schwer. Also ich denke mal nicht, dass die uns jetzt hier groß was können. Aber was kannst du denn eigentlich? Achso, okay. Hm, du kannst auch nicht so viel, sehe ich gerade. Toll. Gunslinger! That was my drill slinger. War nicht schlecht, nicht schlecht, aber haut mich jetzt noch nicht vom Hocker. Ja, genau. Mach du das mal kaputt, dann ist uns nicht mehr im Weg. Oh, was? Na toll. Oh nein. Er blutet. No. It pierces in both directions. Neat, huh? You ain't gonna gentrify us out of here. Genau, mach das mal alles kaputt. Dann ist es uns wenigstens nicht im Weg. Give me your chewing gum so I can patch this wound. Ach, die armen Obdachlosen. Die können auch überhaupt nichts dafür. Na, 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 na. So, ich kümmere mich hier um den. Wenn das mal gehen würde. I swear Buttlord looks 10 seconds older. Time to show off my toolset. Ah, und er blutet und blutet und blutet. Der arme Junge, der arme Junge. That fucking drill. Yeah, wunderbar. Klappt doch alles ganz gut. You can take it, Buttlord. Du kannst uns gar nicht. Best fluids. Buttlord, wreck them. Schön. Hätten wir es doch. Verstand's? Okay. Wir haben mal wieder ein neues Artefakt. Oh, das läuft richtig gut mit den Artefakten. Schön. Dann können wir uns doch jetzt hier auch noch ein bisschen umsehen, oder? Da ist noch ein... Oh, hier liegen ja ganz viele Münzen. Die muss ich alle mitnehmen. Da liegt auch noch eine Münze. Hier liegen noch Münzen. Liegen hier noch welche? Nein. Und hier hängt noch ein Bild. Ich glaube, jetzt haben wir sogar alle. Gute Arbeit mit der Ayoyakt. Prüf deine Spitzerkiste bis später und gib nicht alles auf einmal aus. Schön!
Sehr, sehr gut. Das hätten wir. Wunderbar. Hier muss ich wahrscheinlich durch, aber vorher gucke ich mir das hier noch an. Ach, hier liegen ja auch noch Münzen. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir haben soweit... Ach nein, da liegen auch noch welche. Ja, ich brauche doch das Geld. Das weißt du doch. Haben wir hier hinten noch Münzen? Natürlich. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt hier so auch Münzen sammeln kann. Da habe ich bestimmt auch schon einiges übersehen. Aber na gut. Halt. Wir haben eine tote Ratte gekriegt. Schön. Eieieiei. Es sieht hier ganz nach Professor Chaos aus. Mittlerweile schon. Ich habe auch eine leise Vermutung, dass wir wie im ersten Teil, da konnte man nachher die Gruppe wechseln. Ich glaube, da war es noch relativ am Anfang. Ich habe das Gefühl, das wird uns früher oder später auch noch erwarten, dass wir entweder bei Kuhn bleiben oder dass wir uns Mysterion und seiner Gruppe anschließen. Und ich werde mal sehen, auf was das im Endeffekt hinauslaufen wird. Also ich habe nur eine Vermutung, dass es so kommt. Ich weiß es natürlich nicht. Soweit habe ich ja noch nicht gespielt. They're here! Kuhn, oh, Princess Himbo! Well, well, the butt-fucking traitor actually showed up. Hey, whoa, whoa, nuh-uh. I said I'd help the new kid, not you losers. Yeah, well, the new kid is a Kuhn friend, and Kuhn friends work together, douche. Come on, we need to get inside this fence. Yeah, toolshit, that's what the new kid wants. Fine. As long as there's a power generator nearby, I can use my dad's sandblaster to clear almost any obstacle. Wow, that is fantastic. That's got it. Kuhn and friends, let's go. Let's get one thing straight, Shed. I don't trust you. You make one move out of line and I'll shred you. I'm only here for the new kid, fat ass. After tonight, we're sworn enemies again. All right, Classy said the cats all go to one of these storage facilities. Everyone fan out. Here, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty, 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 meow, meow. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty, kitty. Here, kitty, kitty. Alles klar, wir müssen Katzen finden. Naja, okay. Habe ich eigentlich mit allen bereits ein Selfie gemacht? Ich möchte gern an diese Kiste. Danke. Trimbot! Here, kitty, kitty. Komme ich hier hoch? Nein. Kann ich hier irgendwo hoch? Eieieiei, da liegt doch eine Chaosmaske. Was denn? Habe ich jetzt irgendwen getroffen von euch? Die nehme ich auf jeden Fall gleich mit. What'd you find? Okay. Ich habe nicht gehofft, dass es jetzt schon passiert. Hello, Kuhn friends. Kuhn and friends, come into my parlor. I brought more tinfoil and more minions than you can possibly fathom. I've been given $20,000 to keep nosy people away from this place. What? $20,000 just to keep people from snooping around. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig. Rome! I'm going to destroy this town and prove that I'm the bad guy, not this new kingpin jerkhead. So long, Kuhn friends! Okay. Minions? No minions, you gotta kill them! Aw, dang it! God damn it. Alright, let's just find what we're looking for and get out of here. Hat ja wunderbar geklappt. Kann ich Welcome to that lair of unspeakable chaos and horror. Die Musik ist auf jeden Fall echt fetzig. Und hier gibt es einiges. Ach du. Aber wie konnte ich hier mit euch verfahren? Ich weiß es nicht. Mist. Hm.
Irgendwas konnte ich ja mit ihm hier machen, aber ich habe es leider vergessen und es ärgert mich. Ich habe einfach viel zu lange nicht mehr gespielt. Halt, Moment. Ich glaube, ich hab's. Nicht? Halt. Ah, alles klar, so hat es funktioniert. So, ich würde gerne hier hoch. Oh, die Musik hat aufgehört. Oh, ein neues Artefakt. Wir müssen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder ausrüsten. Hier ist auch noch so etwas. Ach, verdammt. Ich habe das Gefühl, so eine Sachen hier lassen sich rekonstruieren, aber ich weiß leider nicht wie. Sprich, mit einer gewissen Kraft können wir das wiederverwenden. Und dann kann ich so eine Geschichte hier machen, aber... Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren wird. Das werden wir alles noch erfahren. Ich habe das Gefühl, das ist ein einziges Tutorial. Na gut. Sollte ich jetzt da hingehen? Sollte ich erstmal da reingehen? Kann ich da überhaupt rein? Tatsache. Ich weiß noch nicht, wofür der Schlüssel ist. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Ich weiß jetzt nicht genau, für welchen Bereich. Das wird wahrscheinlich der hier sogar sein. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Hängt hier ein Bild, was wir brauchen können. Hier ist... Ach so. Champion-Anzug. Schön. Ist hier ein Bild, was wir eventuell gebrauchen könnten. Mehr ist hier nicht. Das ist alles ein bisschen seltsam. Aber okay. Ich habe Angst, hier immer was zu übersehen, aber gerade kann ich nichts feststellen. Ja, dann hätten wir hier soweit alles. Seine Lakaien sind hier noch. Naja, kann ich hier eigentlich auch schon lang? Nein, hier komme ich so nicht vorbei, okay. Ach so. Halt, manchmal verstecken sich hier noch Kisten, diesmal nicht. Hat er sich aber Mühe gegeben.